Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Es geht weiter in einem Hangar anscheinend. Wir befinden uns zurzeit in einem LKW. Und werden die Jungs jetzt erstmal ein bisschen überraschen. Ah ja, wirklich? Kein Scheiß, Mann. Wahrscheinlich einer von diesen irren Jugendlichen, die den ganzen Tag nur abhängen. Ja, Mann. Die gucken immer so Kung-Fu-Filme aus Hongkong. Verkaufte mit langen Mänteln und Knarren und so. Egal, mir gibt das nichts. Ich mag lieber alte Gangsterfilme. Die Kung-Fu-Schinken sind am Mist. Ja, trotzdem kriege ich deine Gänsehaut. Ja. Hast du den Typen mit den gefärbten Haaren gesehen? Mit den Knarren, die er schmuggelt, kannst du ein ganzes Land erobern. Ja, Mann. Ich habe nur das Mädel gesehen, das er angeschleppt hat. Asiatisch, scharfes Gerät. Nicht deine Liga, Mann. Los, wir machen das hier absolut fertig. Nicht. Im Lager 7 warten die schon auf ihr Zeug. Ja moin, was geht? Ich bin der bekloppte Jugendliche. Alter, der hat sie alles in Luft gehen lässt. Let's go, Alter. Ja komm, zeig dich. Los hier. Er lebt immer noch. Mann, lass das doch mal. Den Scheiß. Alter. Das sieht aber geil aus. Apropos geil aussehen. Da muss ich wieder an das Release-Datum denken. Ich hab's rausgesucht. Und zwar ist es in den USA und Kanada im späten November erschienen. Ich glaube am 19. November Ersterscheinung. Und Japan und Deutschland früher Dezember. Ich glaube, Deutschland 3. Dezember und Japan 6. Dezember. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall irgendwas so um die Zeit wird das da erschienen sein. Und achso, Moment, habe ich das Jahr dazu gesagt? 2006. 2006, by the way. 2006 ist das Spiel erschienen, also spät, im späten Jahre 2006 und ja, für diese Zeit, vor allem wenn man sich anschaut, was da so technisch erst, ja da kann ich nicht nochmal hoch, technisch erst möglich war, beziehungsweise Standard war, besser gesagt, dann ist das hier doch eigentlich schon geil. Bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass das so 2010 rausgekommen ist. Wo ich mal so denke, ja, okay. Ich mag das Spiel und so weiter. 2010 ist ein bisschen, ja, spät für so eine Qualität. Aber trotzdem immer noch eigentlich ganz geil. So. Aber 2010. Warum geht er so hoch? Was sollte das gerade? So scheiße. Oh, Alter. Das war knapp. Ich dachte, da oben geht's weiter. Aber nö. Bin einfach fast verreckt. Holy shit. Okay. Riechen wir hier lang. Nee, nee. Ihr solltet besser aufgeben. Nein! Ich wollte die Waffe wechseln. Mann. Okay. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren kurz. So. Auf ihn wollte ich nämlich mit der Uzi schießen. Oh. Und hier unten wollte ich dann die die Type 12 benutzen. Ja. Okay. Hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was soll's. Scheiß drauf. Haben mir das Dingen geöffnet. Und ich dachte, wir müssen jetzt wieder zurück. Ach so. Ah, müssen wir auch. Hä?
Was war das denn für ein komischer Durchgang? Ah, Mann! Nein, lauf doch nicht weg. Ich hätte direkt beide wegmachen können. Und jetzt haben die sich so komisch verteilt. Egal. Scheiß drauf. Nerv hier nicht. Wir gehen einfach weiter. Beachten die gar nicht weiter. Und gehen hier einfach durch. Alles klar. Und was willst du mit dem Zahnstocher anfangen? Was willst du mit deinem Zahnstocher anfangen? Hallo? Blöd. Mal geschaut, was du in der Hand hast. Du hast ja das Hölzchen. Zweimal pariert. Direkt kaputt, das Ding. Schwach. Richtig, richtig schwach. Na, nee, wir behalten mal besser die Uzi. Ich glaube, wir behalten die Uzi. Weil ich denke nicht, dass wir so viel Ska-Munition bekommen werden. So. Schönes Ding. Da war er, da war er, da war er. Stopp, stopp, stopp. Und jetzt, nein. Hau ab. Scheiß Dreck. Muss zurück. Okay. Schön. Die haben zum Glück genau im richtigen Moment geschielt, die Jungs. Sodass ich hier in Ruhe nachladen und regenerieren konnte. Okay. Das war einer. Und da drüben. Drüben stehen noch ganz viele. Scheiß Dreck, ey. Okay, so langsam. Langsam wird es echt schwer. Okay. Mit der einen Patrone den Header gegeben, ey. Holy shit. Schönes Dingen. Na komm, mach ihn doch jetzt weg. Ja, dann laufe ich halt zu ihm. Nervig. So. Alles klar. Und ich denke, wir wechseln auch mal zum Revolver. Weil hier doch ziemlich viel Revolver-Mun gerade gedroppt wurde. Und wir sind sogar schon voll. Alles klar. Wo geht's lang? Hier drüben. Okay. Na dann, let's go. Auf den Stall und dann geht es hoch. Okay. Nein. Das lassen wir. Oh, direkt weggemacht. Schön, schön, schön. Was ist das? Shotgun. Die normale. Haben wir... Ah ja, wir haben immer noch das Type 12. Genau. Wir haben ja die Uzi weggeworfen. Fast vergessen. Oh. Okay. Um deine aktuellen Einsatzziele anzuzeigen, drücke den Minusknopf an der Wii-Fernbedienung. Halte das Spiel an, rufe das Optionsmenü auf, indem du den Plusknopf an der Wii-Fernbedienung drückst. Mhm. Okay. Einen Moment. Ich denke, ich positioniere mal Mikrofon. Bisschen besser. So. Sorry dafür. Aber musste mal kurz sein. Und jetzt kriegen wir das erste Mal das Gewehr in die Hand gedrückt. Fürs Zielfernrohr drücke den A-Knopf, bewege die Wii-Fernbedienung vor oder zurück, um zu zoomen. Ja, okay. Gibt's da unten auch was abzuschießen oder nicht?
Hm. Okay. Halt nicht. Ich denke, wir wechseln erstmal. Obwohl, na, wenn wir das Ding jetzt kriegen. Moment, kommt jetzt nicht so ein riesiger Hangar? Ja, Mann. Genau. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Da hinten ist Mio. Hieran kann ich mich noch echt gut erinnern. Boom, Alter. Und jetzt geht's los. Holy shit, ey, geil. Aua. Alles klar, okay. Na gut. Dann machen wir es halt so. Da unten sind sie. Boah, die hitten echt sehr stark, ne? Okay. Noch einer weg. Schönes Dingen. Ich weiß nicht, wie genau man zielen muss. Aber ich versuche auf jeden Fall möglichst genau zu zielen, um wenig Munition zu verschwenden. Wir haben halt nur 24 Schuss gehabt, ne? Jetzt nur noch 17. Was? Der kommt hoch, der kommt hoch. Schön. Schön reagiert. Alles klar. Alter, was? Entspann dich mal. Wie viel Damage macht der? Boah, Alter. Steuerung spackt gerade ein bisschen. Und ich krieg übelst aufs Maul. Zack. Ich weiß nicht, ob da jemand hinterstand. Als ob der davon nicht verreckt ist. So, jetzt aber. Was zum Teufel? Warum? Ich hatte noch über die Hälfte meines Lebens. Und bin ich auf einmal verreckt. Holy shit, was? Moin. Ciao. Okay. Ja, ja, wissen wir schon. Ach Mann, ey, komm schon. Hinten ist Mio. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht erstmal runtergehen. Einfach einen besseren Überblick zu haben. Haben wir hier überhaupt einen besseren Überblick? Oder machen wir uns nur besser angreifbar? Ich weiß es nicht. Hä? Hallo? Was? Warum denn? Ich bin da komplett geschützt von allen Seiten, aber ich kann trotzdem getroffen werden. Ja, okay. Okay. Dann ist das echt ein richtig beschissener Spot. RIP. Zack, weg mit dir. Und wir nehmen das Gewehr. Kennen wir. Und ja. Ich fände es geil, wenn einem diese Sequenz nur einmal angezeigt werden würde. Nein, ich wollte direkt nochmal schießen. Zack. Schön. Der ist weg. Wunderbar. Da ist noch einer. Okay, schön. Aber irgendwie werden die auch nicht immer anvisiert, ne? Ein bisschen schade. Da unten sind noch welche.
Okay. Auch immer schön die explosiven Dinger hier benutzen. Oh, das war geil. Das war sehr geil. Ich denke, wir gehen erstmal ein bisschen vor, um weitere Gegner zu triggern. Dann gehen wir wieder hoch. Weil der Spot hier, der ist echt mega kacke. Okay, sehr geil. Jetzt gehen wir wieder hoch. Okay, einen Moment. Den machen wir mit der Shotgun weg. Und da unten habe ich doch einen gesehen. Okay, nice. Den direkt wegmachen. Oh, Alter! Ich weiß nicht, ob die Zielhilfe da reingekickt ist oder ob ich einfach gerade mega der kranke Typ mit der Wii-Mode bin. Wo ist der? Irgendwer hat hier ein Gewehr. Und ich weiß nicht, wo er ist. Da oben? Ist er unten? Ich wüsste halt gern, wo er ist. Au, nein. Der ist da drüben. Oder? Ich weiß halt nicht, wo er ist. Da. Da unten bei der Scheißkiste. So, jetzt aber. Holy shit. War's das jetzt endlich? Ja. Scott, nice. Scott, du bist es. Ja. Oh mein Gott. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Nee, alles gut. Wir haben dein Flugzeug. Ich glaube, das geht nach Tokio und ich soll mitfliegen. Die sind hinter dem Schwert meines Vaters her, dem Katana Giri. Mhm. Das darf nicht sein. Du musst mich herausholen, Scott. Das Schwert? Hey, was zur Hölle? Hau ab. Hallo? Okay. Hier, schließ die Tür auf und versuche diesen Raum zu erreichen. Wir müssten dann aufeinandertreffen. Beeil dich bitte, Scott. Ryuichi ist hier irgendwo. Er kommt bestimmt bald wieder. Oh, Scott, ich habe solche Angst. Ich liebe dich so sehr. Okay. Ich meine, sie braucht eigentlich keine Angst haben, wenn sie das Schwert haben wollen. Dann wollen sie die bestimmt einfach nur als Geisel. Aber, ja gut, um mich muss sie sich halt sonst noch Sorgen machen. Aber wir packen das. Ich würde eigentlich gerne die Sniper weiter benutzen. Ja, komm. Packen wir die Shotgun weg. Und behalten die Sniper. Andererseits weiß nicht, ob die Sniper so sinnvoll ist im späteren Spielverlauf. Komm, wir legen die Sniper weg. Ich denke, wenn wir die Sniper brauchen, dann werden wir sie wiederbekommen. Oh, Granaten, was? Granaten wählst du aus, indem du unten auf dem Steuerkreuz gedrückt hältst. Schwinge das Nunchuck nach oben, um die Granate zu rollen. Und nach unten, um sie zu werfen, oder was? Das hier, diese Stelle, war auch schon auf der Wii. Mega blurry. Okay. Hab jemanden damit getroffen? Ach, die haben da unten gechillt. Wie lucky. Wie geil. Okay, alles klar. Geil, ey. Aber gut, das soll wahrscheinlich da einfach nur heiß draußen sein. Und deswegen ist das dann so verschwommen. Genauso wie hier. Okay.
Benutzen wir mal die Scar. Und davon haben wir echt viel Mun. Mittlerweile wieder. Also benutzen wir die direkt dann auch. Bevor wir die einfach nur die ganze Zeit im Inventar rumliegen haben und dann gar nicht benutzen. Blödes Weib. Wer ist das? Reiß dich einmal zusammen und steig ein. Ist vielleicht nicht so bequem da drin, aber du wirst dich freuen, Tokio wiederzusehen. Du dreckiger Hund. Dafür wirst du bezahlen. Mein Vater wird mich überall auf der Welt finden. Genau das wollen wir ja, Kleines. Und jetzt Klappe halten und einsteigen. Eben, die brauchen das scheiß Schwert. Hat sie doch eben selber gesagt. Wie blöd. Geh zum Flugzeug, um Mio zu befreien. Aha, wie eine Ratte in der Falle. Wir könnten natürlich auch unsere Pistole benutzen, oder unsere Knarre, besser gesagt. Aber wir haben ja Ehre und kämpfen deswegen mit Schwert. Aua. Mann, mach jetzt das Scheiß parieren. Mach das Scheiß parieren, du Drecksau. Mach doch das Scheiß, bitte. Mach das Scheiß parieren. Dankeschön. Nice. Aua. Aua. Okay, wunderbar. Autsch. Okay, nur noch einmal. Okay, fast. Jetzt aber. Holy shit, ey. Mega nervig. Hier müssen wir lang, ne? Ja, da ist der hergekommen. Hier müssen wir weiter. Können wir die Sky jetzt überhaupt noch benutzen? Oder erst im... Ja, oder erst im nächsten Level. Nee, nee. Hier können wir sie noch benutzen. Sehr nice. Oh, hier sind wieder Granaten. Nein! Ah, was zum Teufel? Ich will einmal die Granate benutzen, ne? Ach komm, ey. Mann, was soll das? Ja, aber dann kann ich jetzt zumindest das Vorwissen benutzen. Um da die Granate reinzuwerfen. Zack. Hau ab. Boom, Alter. Let's go. Also das Granatenwerfen ist nicht so geil, muss ich sagen. Vor allem, weil die irgendwie gerade niemanden treffen. Aber, nee, ich meine, weil die so ungenau sind auch. Irgendwie, das ist nicht so heftig. Wenn ich da jetzt, hinziele und dann werfe, dann fliegt die irgendwie an die Decke. Warum? Ist hier einfach zu wenig Platz? Und... Man bräuchte vielleicht eher so nach oben noch ein bisschen mehr Spielraum. Würde die eigentlich da landen, wo ich hinziele? Da war doch gerade niemand mehr. Lass es doch einfach mal sein, hinter mir zu spawnen. Was ist das denn für eine dumme Scheiße? Nice. Okay, vielleicht sollte ich die Granaten auch öfter rollen, anstatt sie zu werfen. Okay. Bin eine Schussweste gefunden, schmeckt. Ich dachte gerade, es wäre eine Pistole mit Schalldämpfer. Aber nee, ist eine Shotgun. Exit.
Ja, dann exiten wir mal. Um Angriffen auszuweichen, bewegst du dich mit dem Control-Stick am Nunchuck nach links oder rechts und drückst dabei den C-Knopf. Benutze die Waffe in deiner linken Hand, um zu parieren. Pariere im richtigen Moment, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Was war das denn? Alles klar. Erreiche das Flugzeug, um Mio zu retten. Ja, ja. Machen wir. Zum... Hätte erstmal richtig fett eine Sniper hier, oder was? Nein! Oh mein Gott, was zum Teufel! Hatte ich aber richtig Glück, dass es hier nicht hier an dem, an diesem komischen Schrank hängen geblieben ist. Ich hab nämlich eigentlich nach unten geschwungen, aber er hat anscheinend keinen Bock. Okay, nice. Okay, wir hatten anscheinend echt zu wenig Platz eben. Ja, klappt aber. Hä, er stand doch direkt daneben. Okay. Alter. Da oben ist er. Mach ihn weg. Okay, schön. Können wir uns die irgendwie holen? Ja, okay. Nee, egal. Brauchen wir nicht. Ich denke, wir brauchen die Sniper nicht. Schon wieder ein Schwertkampf oder was? Nein. Doch! Wie heiß ist es draußen denn bitte? Aua. Zack. Mach deine scheiß Klinge einfach kaputt. Wenn du nichts mehr zum Angreifen hast, hast du auch nichts mehr, um dich zu verteidigen. Mann. Nee. Ja, komm. Noch ein, zwei Mal und dann war's das. Zack. 100 Respektpunkte. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob man sich so stark konzentrieren muss, während man da mit dem Schwert kämpft. Aber ich tue es auf jeden Fall immer. Besser konzentrieren, als dann blöd zu sterben. Und irgendwie war hier schon wieder kein Gegner, obwohl es so angezeigt wurde. Was ist das für ein Kack? Autsch. Scheint irgendeine echt gute Knarre zu haben, der Junge. Der Down? So. Der ist auf jeden Fall down. Nur keine Ahnung, ob das jetzt derselbe war oder irgendein anderer. Und, ja. Passt. Alles klar. Nee. Alter. Entspannt euch jetzt mal. Auch nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwo Neues spawnen. Brauchen wir nicht. Oh, da fliegt das Flugzeug. Ah, eine Sniper. Zack.
Und zack. Schön. Hallo, schieß doch. Wir können beide nicht zielen, aber gut, jetzt habe ich ihn. Autsch. Ah, wie unlucky das die ganze Zeit ist. Mann, ey. Ich ziele immer auf den, der sich gerade am Verstecken ist. Oder der sich dann gerade wegduckt. So ein Scheißdreck. So, nimm dir die Sniper. Und erstmal ducken am besten. Ja, schön. Jawohl. Irgendwie sieht man aber auch keinen Blitz von der Sniper, ne? Okay, nice. Okay, schön, schön, schön. Die machen echt gut Damage. Holy shit, ey. Wir benutzen echt gar nicht so oft die Tische. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen öfter machen. Ich wollte gar nicht nachladen. Ich wollte hier den Tisch umwerfen. Hallo? So, jetzt. Herumspackt der Tisch. Bin noch ein Sniper? Links? Da drüben? Ja, tatsächlich. Habe ich echt nicht sehen können, den Jungen. Und du versteckst dich irgendwie hinter explosiven Fässern. Warum machst du sowas Dummes? Okay, waren das jetzt alle? Ich schätze mal ja. Ach, guck mal, wir sind auf der anderen Seite. Nice. Ja, hier geht's durch. Moment, Moment, Moment. Unter Treppen liegen oft. Nee, Schusswesten, aber nee, dieses Mal nicht. Wir wechseln zu Shotgun. Weil die Sniper uns hier unten nicht wirklich viel bringt. Und wir sind am Hangar angekommen. Alles klar. Und der dritte Schwertkampf, glaube ich. Alles klar. Ah, nerv nicht. Aua. Ah! Ah! So ein Scheißdreck! Okay, jetzt aber. Komm, ich will auch mal einen Treffer landen. Zack, da haben wir den ersten. Und da... Hallo? Ich wollte zuschlagen, nur die Scheißsequenz hat mich nicht gelassen. Zack. Ein Treffer, zwei Treffer. Na komm. Ja, da der nächste. Wunderbar. Okay, schön. Schön ausgewichen. Auch wieder schön ausgewichen. Immer. Ja, Mann. Jetzt krieg ich's. Jetzt hab ich's drauf. Jetzt habe ich so langsam drauf. Ah. Na, komm. Okay, nice. Ja, er ist gleich down. Ah. Aber die Schwertkämpfe werden schwieriger. So ein Scheißdreck, Alter. Na komm. Komm, mach doch bitte jetzt noch einen. Ja, danke. Und 150 Respektpunkte. Alles klar, Alter.
Was zum Teufel? Na dann, du auch noch, oder was? Ah, aber, warte. Ihr Gaijin, ihr wisst nie, wann man aufhören sollte. Ich lasse dich vorerst am Leben, aber es hätte mir außerordentliches Vergnügen bereitet, dich sterben zu sehen. Drecksau. Ich habe Sato zu sagen, dass er sein Schwert nach Tokio mitbringen soll. Ohne das Katana Giri sieht er seine Tochter nicht leben wieder. Und was dich angeht, lass es bleiben. Du hast gegen uns keine Chance. Sayonara, du Penner. Du Drecksau. Wenn ich dich nochmal sehe, dann mache ich dich fertig. Gerade ein Drecksau gesagt, da hat meine Alexa reagiert. Ey, geil. So, ich habe ja auch übrigens nachgelesen auf dem im Wikipedia-Artikel zum Spiel, dass die Story Max Payne-Stil per Standbildern erzählt wird. Wurde das bei Max Payne auch so gemacht? Also ich meine, ich habe Max Payne nicht gespielt. Merkt man vielleicht, wenn ich so blöd frage. Aber echt? Das wurde auch gemacht? Muss ich mir vielleicht mal anschauen, weil irgendwie finde ich diesen Erzählstil mit den Standbildern echt sehr komisch. Nun gut, was auch immer. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und mal schauen, was uns im nächsten Part so erwarten wird.